Heute nehme ich euch mit auf eine kleine Wanderung in Südtirol rund um die Rotwand herum. Es gibt nur ein kleines Problem, meine Ferse sieht nicht besonders gut aus, aber das kriegen wir, glaube ich, mit dem Pflaster ganz gut in den Griff. Jetzt kann es losgehen. Die Wanderung um die Rotwand herum ist eine ca. 11 Kilometer lange Wanderung, die 4,5 Stunden beträgt. Man hat eigentlich die ganze Zeit einen super Blick auf die Rotwand. Wir steuern ja gerade drauf zu und die Wanderung beginnt auch oben erst an der Pauliner Hütte. Ich bin da auf 2000 Meter. Auf dieser Wanderung kann man wunderschöne Ausblicke genießen. Zum einen auf das Ortlermassiv und zur anderen Seite auf die Marmolata. Ja, dank des Liftes hat man hier schon auf 2000 Höhenmeter eine wunderschöne Aussicht nach unten ins Tal. Und zu sagen ist auch noch, wenn ihr diese Tour machen wollt, müsst ihr eine gute Kondition, gute Ausdauer mitbringen, weil es nach der Rosengartenhütte, die ich in einer Stunde circa erreichen werde, ich laufe ja hier gerade westlich um die Rotwand herum, geht es dann wirklich steil bergauf, oben über diesen Kamm. Also es geht so wirklich eine Rinne steil nach oben und da erwartet mich auch viel Geröll und das wird spannend da oben. Im Wanderführer steht, dass man eigentlich nach einer Stunde an der Rosengartenhütte rauskommt. Aber auf dem Schild steht jetzt eben Kölner Hütte. Genau wie halt dahin. Von den Zeitangaben passt's. Gestern hat es ziemlich stark geregnet. Und das merkt man auch hier, dass immer ab und zu ein kleiner Mini-Wasserfall zu sehen ist. Bei der Tour empfiehlt sich auch, sich vorher das Wetter genau anzuschauen, weil man ist dann ziemlich schnell oben im alpinen Bereich. Also das heißt, man ist ungeschützt, da gibt es keine Bäume mehr. Muss man einfach aufpassen, wenn es ein Gewitter gibt, wo man sich da auch aufhält. Aber die Wettervorhersage ist für heute eigentlich perfekt. Wir haben 2-3% Regenwahrscheinlichkeit und ca. 25 Grad die ganze Zeit. Obwohl es oben ein bisschen kühler sein wird, schätze ich mal. Nach 20 Minuten ist es schon vorbei mit den schattigen Bäumen. Jetzt ist man der Sonne ausgesetzt. Was hilft, ist Sonnencreme oder eine Mütze. Und ab hier wird es ganz langsam anstrengender. Es geht allmählich bergauf. Aber immer wieder den Blick da nach oben. Ist schon einmalig. Man muss echt rausgehen, wenn man fit ist und sowas erleben. Ist Gold wert. Von hier aus hat man auch einen wunderschönen Blick auf den Latemar. Gleich unterhalb von mir ist auch der Karasee zu sehen. Und leider ist der Karasee fast ausgetrocknet. Da ist so wenig Wasser drin. Ich kenne den ganz, ganz anders. Also es zeigt sich, dass dieses Jahr sehr, sehr wenig hier geregnet hat, beziehungsweise wenig Schnee in den Bergen lag. Ist nichts mit Instagram Hotspot Fotomotiv. Und vom Karasee ist man hier an dieser Bergbahn in circa 5 Minuten mit dem Auto.
Also lohnt sich schon noch mal hierher zu fahren, diese Wanderung zu machen, wenn man fit ist. Das Weiße und dahinter ist Schwarz. Ja. Diese Aufnahmen mache ich alle mit der Instra 360 Kamera RS und zwar mit der Twin Edition. Das heißt, ich kann hier über dieses Action-Modul, welches mich gerade filmt, auch auf das 360-Modul wechseln. Das macht nachher vielleicht Sinn, wenn ich in diesem Joch bin, in dieser Scharte, wo es da schön nach oben geht. Und diese Wandertour filme ich bewusst auch mit dieser kleinen Action-Cam, weil sie einfach super, super leicht ist. Ich kann sie in meine Hosentasche hier mit meinem Mini-Stativ reinstecken, habe sie griffbereit und lasse somit meine große Kamera zu Hause. Von den Lichtverhältnissen her macht es eh wenig Sinn, hier gute Fotos zu machen, weil wir jetzt hier, was haben wir, fast 12 Uhr mittags hier entlang wandern. Da sind meiner Meinung nach keine so guten Landschaftsbilder möglich. Aber in dem Video geht es ja nicht ums Fotografieren, sondern um euch so ein bisschen die Tour zu zeigen, was einen hier erwartet und wie anstrengend es dann doch tatsächlich auch sein kann. Da bin ich mir sicher. Ja, gut zu wissen ist auch, dass man in der Mittagszeit hier bei der Wanderung viel in der Sonne läuft. Also man hat hier keine Möglichkeit, hier im Schatten sich irgendwie großartig unterzustellen, außer in der Schatten. Komme ich nämlich mal mit drauf. Und dass ich heute keinen Quatsch bei der Wandertour mache, habe ich natürlich auch meine Frau dabei, Lisa. Wir haben heute 8. Hochzeitstag. Ich muss mich ranhalten, die hat mehr Kondition als ich. Darf nicht zu lang labern. Ich habe mich etwas verwirren lassen von der Rosengartenhütte in dem Wanderführer. Man muss tatsächlich einfach westlich entlang laufen, bis man zur Kölner Hütte kommt. Ich habe ja auch einen kleinen Umweg jetzt hier hinter mir, weil ich es nicht wahrhaben wollte mit der Kölner Hütte, aber die heißt da eben so. Vorhin hatte ich es noch erwähnt, wir haben super Wetter, hatten wir. Hinter mir ziehen richtig schöne Regenwolken gerade auf. Die Regenwahrscheinlichkeit steht oder stand ja vorhin noch auf 5%, aber was da hinter mir ist, ist nicht lustig. Also, so schnell kann es gehen in den Bergen. So, nur dass ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. Hier unter mir, unterhalb, ist die Kölner Hütte zu sehen. Und ab jetzt wird es wirklich anstrengend, weil jetzt geht es hier den Wanderweg Nummer 542 hoch. Beziehungsweise ist kein Wanderweg mehr. Hier muss man klettern, hier müsst ihr trittsicher sein. Jetzt geht es hoch zum Chara Pass, glaube ich, heißt der. Oder Chara Joch. Es gibt Seile, an denen kann man sich gut festhalten. Allerdings, wenn es richtig regnet, wird es hier unlustig und oben soll es ganz, ganz schön windig sein, hat mir gerade ein Wanderer erzählt, der von oben gerade kommt. Ein Stückchen an den Kletterseilen da war schon anspruchsvoll. Da muss man einfach langsam machen. Vor allen Dingen, wenn die Steine ein bisschen feucht sind, ne, vom Regen. Aber jetzt kommen wir in den Part mit dem Geröll. Und da geht es da irgendwo dieses Joch hoch. Wirklich steil in so einer Rinne nach oben. Das wird dann wirklich anstrengend.
Richtung Geröllfeld. Ich glaube ja, dass diese Holzbefestigungen neu sind, weil den Weg bin ich früher schon mal gelaufen. Da musste ich hier wirklich unten aus der Schlucht des Geröllfeld hochlaufen. Da gab es noch nicht diese Befestigungen. Das war dann echt ein Problem. Ihr seht ja hier, man geht 2 Meter nach oben und rutscht einen wieder zurück. Das war heftig. Aber so ist eigentlich relativ easy, vorausgesetzt es bleibt trocken. Nicht ohne, aber bald haben wir es gepackt, glaube ich zumindest. Wir haben es geschafft und der schwierigste Part liegt hinter uns. Ja, mei, man muss schon trittsicher sein, wenn man diesen Pass da hochlaufen will, aber bei gutem Wetter und guter Kondition ist es, glaube ich, ganz gut machbar. Ein bisschen bergerfahren sollte man schon sein und Schwindelfreiheit hilft auch. So, das ist also das Chaga Joch auf 2630 Meter. Und ab hier geht es jetzt nur noch schön gemütlich bergab zu der Sesselbahn und zur Hütte am Paulina Lift. Oben von dem Pass kommend werden wir jetzt hier über das Geröll queren und da um die Rotwand herumlaufen. Noch bei bestem Wetter. Aber ich glaube, wir haben erst ein Viertel der Tour geschafft. Es ist schon noch ein weiter Weg bis zu unserer Hütte, zur Ausgangsposition. Halt die Sonne wieder für ganz kurze Zeit ordentlich runter hier, ne? Aber du steckst nicht drin, es kann gleich wieder das Regnen anfangen. Wanderschuhe sind wichtig. Mit Tourenschuhen wäre das hier nicht möglich.
Meine Frau und ich haben beide quasi dieselben Wanderschuhe von Meindl. Sie die Damen-Edition, ich die für Herren. Sind super bequem. Man muss nur die richtigen Socken dazu anziehen. Also wirklich auch die Falke Wandersocken oder sonst andere Wandersocken sind super wichtig. Sonst läuft man sich die Fersen wund. Was ich an den Schuhen vielleicht ein bisschen bemängeln würde, ist, dass sie nicht so richtig griffig sind, wenn die Steine oder der Untergrund nass ist. Das heißt, dass das Gummi ein bisschen zu hart ist. Harte Sohle sind zwar gut bei so einem Untergrund, jetzt hier, wenn es trocken ist, weil man spürt einfach die spitzen Steine nicht. Aber sobald Regen mit im Spiel ist und die Felsen, die Steine glatter werden, wird es tricky. Also alles in allem, es ist ein guter Kompromiss. Aber ein bisschen mehr Griffigkeit würde ich mir wünschen von meinen Meindl. So, da vorne kommt irgendein Schild mit einem Totenkopf und Achtung, Absturz. Na super. Hey. So, laut unserem Wanderführer hätte man, wenn man von diesem Pass oben runterkommt, das Geröllfeld queren können. Das wäre die Abkürzung, steht so im Buch, um nicht hier komplett außenrum zu laufen. Wir haben es natürlich gemacht, wir sind die Abkürzung gelaufen, aber dann ist es wirklich lebensgefährlich geworden. Wir steckten dann hier in diesem Hang komplett fest. Also da war wirklich jetzt kein Weiterkommen mehr. Also es ist einfach zu gefährlich geworden. So sind wir komplett wieder umgedreht, sind wieder hochwärts gelaufen. Das seht ihr wahrscheinlich auch auf der Tour. Und sind dann tatsächlich komplett außenrum wieder hier um diesen Felsbrocken herum. Und haben uns für die sichere Variante entschieden. Ich bin mir auch tatsächlich sicher, in den neuen Wanderführern ist diese Abkürzung nicht mehr empfohlen, weil da gibt es einfach keinen Weg mehr, da ist keine Markierung und nichts mehr, gar nichts mehr. Also es macht schon Sinn, sich vielleicht einen Bergwanderführer neuere Ausgabe zu besorgen, wenn man so eine Tour machen will. Oder sich auch im Internet vorher schlau machen zur Tour selber. Oder nach Komoot, nach Wander-App-Navi laufen. Aber das war jetzt eine krasse Aktion, wir mussten echt umdrehen, das ist einfach zu gefährlich. Ja, jetzt führt uns unser Weg weiter hier um die Rotwand herum. Es liegt noch ein gutes Stück vor uns. Es ist völlig egal, in welche Richtung man schaut. Die Landschaft ist hier einfach ein Brett. Ist wirklich, wirklich wunderschön. Solche Momente muss man echt aufsaugen. Ihr seht es nicht, aber ich habe Gänsehaut. Weil ich es einfach so geil hier finde. Diese spitzen Felsformationen, es gibt nur in Südtirol. Fast wie auf einer Mondlandschaft hier oben. Ey. Wow. Hier um diese Felskante herum hat sich jetzt endlos lang gezogen. Endlos lang. Und da muss man auch wirklich trittsicher sein. Geht schon teilweise ganz gut da bergab. Können wir glauben. Ich habe echt die Hoffnung, dass es da um den Finger dann endlich rechts rum geht zur Rotwandhütte. Puh, Leute, es ist wirklich konditionell, für mich zumindest, eine schwarze Tour. Darf man echt nicht unterschätzen. Null. Cool, oder? Wie der Stein da dazwischen hängt.
Also nicht mal für 5 Euro würde ich mich da jetzt runterstellen. Endlich sind mal wieder Schilder zu sehen. Leute, ich bin sowas von kaputt. Was steht da? Rotwandhütte. 30 Minuten. Wenn ich hier auf meinen Kilometerzähler an der Uhr schaue, steht mal 12,6. Ja? Wir sind noch lange nicht da. Das liegt auch daran, dass wir Doppeltwege gelaufen sind. Einfach weil wir in diesem gefährlichen Pater im Fels umdrehen mussten, was aber echt gut war. Und jetzt kommen wir fast schon in Zeitstress, weil die letzte Seilbahn oder Kabine fährt runter um 17.30 Uhr und wir haben jetzt schon 16 Uhr. Und wir wollen ja eigentlich noch Karsknödel in der Hütte essen. Mal schauen, ob wir es schaffen. Also wichtig ist tatsächlich auch genug Wasser mitzunehmen, weil es kommen jetzt nicht so viele Möglichkeiten hier, dass man sich irgendwie Wasser auffüllen kann oder was kaufen kann. Eigentlich nur eine Hütte bisher, diese Kölner Hütte habe ich gesehen. Schaut euch mal diese massive Wand an, ey. Ist das nicht ein Brett? Einmalig hier. Gar keine Kraft mehr hier irgendwie zu jodeln oder zu rufen. Ich bin echt im Arsch. Ohne Scheiß. Aber jetzt heißt Zähne zusammenbeißen, durchziehen zur Rotwandhütte. Weg Nummer 541 steht hier mal wieder dran. Also ich muss echt sagen, die Tour ist so schlecht beschildert. Eigentlich fast gar nicht. Deswegen ist es vielleicht ganz gut, euch hier mitzunehmen, euch das Video zu zeigen, worauf ihr euch hier einlasst. Man braucht hier echt Durchhaltevermögen. Und jetzt gerade hier im letzten Stück absolute Schwindelfreiheit. Das war auch nicht so wahnsinnig lustig. Aber doch schön, wenn man es geschafft hat. Sind ja kaum Menschen hier zu sehen. Und ganz, ganz wenige hier getroffen. Oh, die Rotwandhütte. Und hier um dieses ganze Massiv sind wir herumgelaufen. Den ganzen Weg hier oben an der Kante lang. Wahnsinn, wie lange das jetzt gedauert hat. Das war echt heftig. Meine Frau hat einen Schritt drauf, das ist der Wahnsinn. Die ist schon wieder 200 Meter vor mir. Und wir haben ohne Scheiß noch keine wirkliche Pause gemacht. Ohne Schmarrn. Vielleicht eine Minute mal was zum Trinken. Krass die Kondition von ihr. Kein Mensch bei der Rotwandhütte und ich will doch Karsknödel essen. Nein, das gibt's doch nicht. Schaff. So, die Rotwandhütte haben wir jetzt hinter uns gelassen, auch ohne Karsknödel. Aber
Aber wenn ihr diesen Vogel da hinten seht, dann wisst ihr, ihr habt es bald geschafft. Ich bin in der Tour schon mal gelaufen und weiß, dass jetzt nur noch eine halbe Stunde dauert, bis wir wieder unten an der Seilbahn sind. Und ich bin echt froh, es diesmal wieder gepackt zu haben. So, mein kleiner Vogel. Kurzes Abschlussstatement zu dieser Tour. Angegeben mit 8,5 Kilometer, am Ende waren es dann doch 16 Kilometer bei mir auf der Uhr. Wie hast du die Tour empfunden? So von also, da. Also bitte filmst du es ja wohl nicht, wenn ich hier. Ja, doch. Nee, kannst du bitte mal rüber filmen? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Tour auch abzukürzen. Aber das haben wir heute nicht gemacht. Der Ausblick ist grandios. Also sowas zu erleben ist eigentlich ein Geschenk. Man muss es halt nur durchziehen und auch machen. Jetzt gegen Ende kamen wir total in Zeitstress, weil die letzte Bahn fährt hier um 17.30 Uhr runter. Und wir haben jetzt 17.25 Uhr. Also wir haben alles noch geschafft und bis auf die Karstknödel in der Rotwandhütte ist alles gut gegangen. Wenn euch die Tour gefallen hat, abonniert gerne meinen Kanal. Und da gibt es gerne noch weitere solche Videos. Bye bye, euer Sigi. Heute von der Rotwand.